Jo. Hallo. Willkommen zurück auf unserem Spielplatz. Auf dem wir nicht spielen dürfen. Ja, wir sind zu alt. Genau. Das ist eigentlich diese Altersbeschränkungsschilder, weißt du, Ja. bis 6 Jahren, Hält sich eh keiner dran. die machen genau das, dass man da nicht rein kann. Das Ach ist so. im echten Leben genauso, du springst da gegen Wände. Echt, bei mir funktioniert das nie. Ich glaube, da muss ich mir den Wallhack runterladen. Aufträge, Aufträge. Also ich sehe bei uns hier am Spielplatz immer irgendwelche Jugendlichen oder keine Ahnung was, die dann nachts auf dem Spielplatz sind und da rauchen und was weiß ich. Wir haben auch so lustige Spender-Dinger für Hundekacktüten. Okay. Und die, ja, keine Ahnung. Auch die Kinder, die da spielen auf dem Spielplatz, die holen sich dann immer diese Tüten und füllen die voll mit Sand und werfen die in die Gegend rum. Kreativität ist frei Lauf gelassen. Ja. Ist ja kostenlos, also kann man ja machen, was man will damit. Okay, was haben wir denn da? Vier große Ziegelsteine. Also vier Steine. Vier Steine. Lass uns aus 4 Steinen ein Haus bauen. Eine Hundehütte vielleicht. Baustoffhändler. Ja gut. Okay. Weg da, weg da, weg da, weg da. Hab Warte, ich dir gesagt. ich muss noch einen Punkt setzen. Ich hab einen Punkt, ich weiß nur nicht, ob es stimmt. Einen grünen Punkt. Ich muss aber noch mal kurz was testen. Okay. Oh. Das kam unerwartet. Ich schaff's nicht im Rückwärtsgang weiter weg davon zu kommen. Das ist schlecht. Scheiße. Nein, nein. Ich kann dich leider nicht abschleppen, das sind die Spin Tires. Ja, ich habe auch gerade an Spin Tires gedacht. Ich komme da schon raus. Keine Sorge. Handbremse. Räder drehen. Vollgas. Okay. Kannst du dich auch einfach zurücksetzen, glaube ich, oder? Nee, könnte ich. Ja. Jetzt habe ich keinen Wegpunkt mehr. Warte Du mal. hattest dein Ziel erreicht. Wir müssen. Ja. Du musst. Also einer muss zum Baustoffhändler und der andere. Auch Baustoff. Ja gut. Ach, das ist alles beim. Ja gut, okay, dann. Ab zum. Wo ist denn der nächste? Stahlwerk gibt's hier noch. Ich auch gesehen. Interessant. Ich glaube, diese Baustoffhändler in der Stadt und so, die sind ja noch gar nicht freigeschaltet, da können wir gar nicht hin. Ja, das heißt, wir müssen. Ah, doch, da ist einer. Oder? Also rechts, ziemlich rechts unten. Ja, da ist einer, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir den benutzen können. Ich fahre einfach mal hin. Okay. Los, LKW, du schaffst das. Los, los. Da, da ist ein Graben. Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Nein. Du auch nicht. Komm schon. Ja. Nein. Sehr cool. Ich hab da so ein Problem. Ach, jetzt geht's. Weißt du, in der Mitte habe ich ausnahmsweise keine Räder. Und genau da bin ich aufgesessen. Also wir haben jetzt die ersten 5 Minuten damit verbracht, unsere LKWs irgendwie. Gib Gas. Und wir verbringen auch die nächsten 5 Minuten damit. Scheiße. Ja, gut. Bin aber weg. Wir Ja. machen das wie bei Top Gear. Scheiße. Wenn der andere Probleme hat, einfach weiterfahren. Jetzt
bisschen witzig, wenn wir dann mal dieses Fahrzeug haben. Dem Achtung, Baustellenfahrzeug. Oh, was zur Hölle? Oh mein Gott. Ach, wie gut, dass da eine Wand ist. Schon mal aufgefallen, dass hier überall Renaults rumfahren? Jetzt, wo du sagst. So, jetzt gleich große Überraschung. Haben wir 5 Minuten verplempert und können jetzt bei diesem Baustoffhändler nichts kaufen. Wieso fahre ich dir eigentlich nach? Hä? Oh. Wieso solltest du mir nicht nachfahren wollen? Weil wir da vielleicht nichts kaufen können. Achso. Ich dachte, wir machen einen Gruppenausflug. Ja. Sagt der, der von mir wegfährt, wenn ich Probleme habe. Okay, hier ist der Baustoffhändler. Und doch, ich kann hier Sachen kaufen. Ort entdeckt. Ja, der stand noch nicht auf der Karte. So, Ton, Ziegelsteine, groß 4. Perfekte Angabe zum Einkaufen. Wurde bei dir was gekauft? Hab ich auf den falschen Knopf gedrückt? Jetzt habe ich es bestätigt. Achso, du musst. Ja, ich bin ja vorhin wieder. Ah, ich muss dich wieder befördern. Befördere mich mal. Kann ich rauswerfen? Okay, das ist 4 Ziegelsteine, 2 Zementsäcke und einmal Bitumen. Einmal Bitumen, 2 Zementsäcke. Was sind bitte Bitumen? Ich bin unwissend. Weiß nicht. Komischen grünen Rohre. Aha. Ich glaube, das ist irgendwie. Das ist irgendwas zum Ausrollen. Eine Yogamatte oder so, keine Ahnung. Gerade mal schauen, was brauchen wir noch irgendwas für die Aufträge? Ich klaue schon mal das Zeug. Erde, Schnittholz und Eibensetzlinge. Aha. Okay. Kriegst du das? Was? Ich frage mich gerade, es sind 7 Sachen. Die kriegen alle bei dir in den Hänger, glaube ich. Ja, sollte gehen. Soll ich dir helfen? Kannst du machen, wenn du einen Stapler. Die Aktion war erfolgreich. Oho. Ich schnappe mal die oberen Sachen, du kannst ja die unteren. Genau. Das ist, glaube ich, besser. Und die Entwickler so, wir brauchen 27 verschiedene Quietschgeräusche für unseren Kran. Wie kriege ich das jetzt weiter dahin? Außer so. Ah, ah. Kriegt noch nicht so viel Scheiße. Ah, komm da rüber. Ja, 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 so ist gut. Oh Gott, ich werd verrückt. Dein Stapler macht das auch noch. Mhm. Nein, 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 nein. Was tust du da? Ah, ich kann auch einfach. Warte mal. Wenn ich das hier hinhaben möchte, kann ich auch einfach. Passt so. Fuck! Shit! Ach, Mann. Das sind solche Profis? Ja. Nein, 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 nein. Shit. Oh, fuck. Aber. Ach, was passiert eigentlich, wenn ich.
Oh. Wie kriege ich denn den Kran jetzt wieder? Hä? What the f... Ich hab irgend... Hä? Ah, so, so, so wird da ein Schuh draus. Ah, nee, doch nicht. Ganz, oh Gott. Ja, du kannst es ja hinschieben im Stapler, das ist ja kein Problem. Aha, das Ding schiebt aber mich. Ich kann gerade nichts machen, ich werde da durch die Gegend geruckelt. Der tragisch. Da war doch gerade noch was drauf. Ja, ich weiß, das hat sich da mit festgebackt, als ich hier... Guck, mein Stapler bewegt sich alleine. Das wird angezogen von deinem Paket. Das hat Gravitation. Ja, jetzt auf damit! Fahr weg. Ah! Das ist ein Gequietsche. Wunderbar. Perfekt. Passt. Fehlt nur noch eins. Was? Fehlt noch eins. Oh. Oh. Kann ich hier schon mal die Stützen einfahren. Okay. Weiß nicht, ob das so eine gute... Stapelst du es eher drauf, oder was? Aha. Oh Gott. Das ist der Nachteil, mit dem Stapler kannst du dich einfach fallen lassen. Wir hätten es so schön machen können. Das passt? Ja. Müssen wir das andere hier rumdrehen? Willst du bitte... Hallo? Hallo? Nein? Das geht nicht. Das ist irgendwie verbuggt. Ah! Jetzt. Ich muss nur irgendwie nicht hinkommen. Und der Typ da hinten, von dem du gerade den Stapler geliehen hast, guckt uns einfach nur an. Und sagt nichts. Ja, ich glaube, da gibt's auch nicht mehr viel zu sagen. Nee. So. Sachte, sachte. Nein, nicht wieder zurück. Ich will nicht so nah an den LKW, da passieren wieder komische Dinge. Nein, 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 mach das nicht! Ich dachte, das hilft vielleicht. Nein. Alter. Geh mal tiefer mit der Gabel vielleicht. Geht nicht mehr. Jetzt, jetzt, jetzt! Hey, warte. Geht es jetzt? Ja, ja! Oh mein Gott, ich werde so verlieren. Ach ja, doch. Schwer. Sieht aus wie ein Haufen Müll. Scheiße. Mein Wegpunkt ist da.
Verdammte Axt. Was war denn hin mit dem Scheiß? Zur Baustelle. Die ist wo? Links. Links? Da, wo mein Wegpunkt ist, auf jeden Fall. Ach, da, wo die... Da, ach so, ja. Da, wo auch der Spielplatz war. Ja. Also meine Hilfe beim Ausladen wirst du nicht brauchen, oder? Nee. Ausladen geht immer ein bisschen besser. Dann kann ich nämlich, glaube ich, zum Sägewerk fahren und den Rest holen für die nächsten Arbeitsschritte. Gartenabteilung nicht auch noch. Wieso gibt's hier nicht eins für alles? Also wenn ich bei uns in den Baumarkt fahre, kriege ich auch alles. Hä, hat mir das... Ach, ich fahr hier lang. Navi, what the f... Danke. Was machst du denn? Wie du jetzt rummachst. Entschuldigung. Ich glaube, jetzt ist gerade der Fahrer rausgeflogen aus dem LKW. Dafür sah es bei dir so aus, als ob dein LKW gerade... Männchen macht? Nee, als ob es gerade was essen würde, weil... deine Fahrerkabine hat sich nach oben und unten bewegt. Also, ja, bei mir bewegt sich dein kompletter LKW nach oben und nach unten und ab und zu fliegen mal ein paar Teile weg. Ach so. Das ist ganz normal. Das sieht so geil aus. Was zur Hölle. Oh Gott, ist die Innenansicht viel leiser. Oh mein Gott, ich fahre nur noch in der. Ja, ich auch. Der backt halt immer noch in der Ferne. Das kann ich sehen, wie er rumbackt. Ich krieg mich nicht mehr ein. Das Spiel ist einfach das Beste. Hier entwickelt wurde. Oh, oh, jetzt wird's eng. Wenn die... Ich mag ja Simulatoren, die meisten sind es halt leider nicht wert, dass man sie spielt. Deswegen spiele ich halt hauptsächlich so Sachen wie, keine Ahnung, die Truck-Simulatoren oder Schildumfahr-Simulatoren. Oder Flugsimulatoren oder sowas. Aber das ist halt absolut boring zum Zugucken. Ja, sowas ist halt irgendwie recht witzig. Ja, ich meine, es ist jetzt, also man muss wirklich sagen, es ist natürlich schon irgendwie buggy oder keine Ahnung, es ist, als wäre es von 3 Praktikanten programmiert worden oder so. Aber es ist tatsächlich, das muss man sogar fast sagen, leider nicht das Schlechteste. Also es ist schon irgendwie lustig halt, weil es so komisch ist, aber es ist tatsächlich nicht das Schlechteste. Ach, Erde brauchen wir auch, das ist mir... Ja, ich könnte auch erst Erde holen. Komm, ich hole erst die Erde, die brauchen wir als nächstes. Das ist mit meinem, glaube ich, ein bisschen besser, weil man den kippen kann. Aber ich fürchte, wir werden wieder 2 Ladungen brauchen. Und einmal bitte alles von meinem LKW runter. Dankeschön. Ihr bitte auch. Ja, 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 wunderbar. Oh Gott. Los. Oh. Perfekt. Nein, es ist rausgekullert, wirklich. Oh. meine Taktik geht nicht auf. No. Wolltest du es wieder runterschubsen? Ja, hat auch funktioniert. Oh mein Gott! Hat auch bis gerade funktioniert. Oh Gott. Immer hier in meinen Gang. Komm schon. Komm schon! Nein! Was ist mit dem Typen hier? Was kann man machen? Das ist ein Trauerspiel.
Hallo, Sie sehen verloren aus. Kann ich Ihnen helfen? Ja, das hoffe ich. Ist ja doch ein weitläufiges Gelände hier. Vielleicht können Sie mir sagen, was ich wo finde. Sicher! Na, 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 wenn Sie Frischbeton brauchen, fahren Sie einen Betonmischer. Na, na, na. Für Schildgut gibt es im Gebäude nebenan einen Trichter, das Sie abladen können. Der Bereich ist gelb markiert. Wenn Sie Erde benötigen, fahren Sie unter einen der drei Silos. Okay. Wie gut das ist, ist Teil so scheiße. Ewig ausfahrbar ist. Da. Das letzte kriege ich jetzt nicht. Damn it. Soll ich da ran? Baustelle. Ja, jawohl. Yes. Alles klar. Boah, ich habe schon mal ein Haus gebaut, wo man rein kann. Oh mein Gott. Ja, ja, in diese Rohbauten kann man rein, nur nicht in die fertigen Häuser. Kann man nicht mehr dran. Okay. Deswegen, ich freue mich dann schon auf Hochhäuser und sowas. Dann können wir ein Wettrennen machen bis ins oberste Stockwerk. Kriegst du gerade Dreck? Ja. Cool. Voll cool. Ja. Ja, du Autofahrer, du kannst da. Wobei, da parkt jemand! Fu! UWB 1507. Ja, dann musst du halt da jetzt warten. Den Dreck haben sich die Arbeiter übrigens aus den Fußnägeln gekratzt. Oh. Läuft gerade so ein Schauer über den Rücken. Nein! Oh. Was steht denn danach eigentlich an? Zweimal Schnittholz, Lerche. Von einem Sägewerk? Und Eibensetzlinge vom Gartenhandel. Dann kann ich eigentlich das auch schon mal holen. Ja. Erstmal. Wahrscheinlich eh noch ein zweites Mal fahren wegen dem scheiß Dreck. Okay, dann gehe ich mal zum Sägewerk. Dass der gute Bürger hier weiterfahren kann. Ah, das ist ja gar nicht weit. Das ist ja geil. Ich da. Hallo? Oh, wir sind schon mega reich. Können uns bald einen großen Bagger kaufen. Ja, können wir schon, wenn ich dir mein Geld überweise. Ja, gut. Oh Gott. So, frei Kamera. Einwandfrei. Das ist vielleicht mal ein bisschen langsamer, vielleicht geht's dann. Quest, Quest, Quest. Und zwar: zweimal Schnittholz, Lärche 0,8. Ja, also es funktioniert wieder kein bisschen. Wie viel Prozent waren es diesmal? Weniger als 50%, das heißt, ich muss diesmal dreimal fahren. Cool. Es ist, also, sowas nervt echt. was kostet es denn, den Wagen dahin zu transportieren? Weil ganz ehrlich, da kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Da schleudert er mein Geld raus. Kieswerk.
264. Oh mein Gott. Ja, komm. Ich hab jetzt keinen Bock, schon wieder mit dem Kran was zu machen. Ich will jetzt auch Stapler fahren. Ja. Oh, es geht gar nicht. Ah ja. Okay. Oh, really? Kann man die Gabelzinken auch zusammen auseinander machen? Nee, glaub nicht. Boah, das fehlt voll. So, wo war die coole Kamera? Bam! Maus, geh raus aus dem Bild, hallo? Optimal. Hey, bin ich hier richtig? Hey, ich lad die mal nicht. Wirklich? Ich bin voll falsch gefahren. Verdammte Axt. Das war's. Kannst mich. Hallo? Oh, was? 300 Minuten geschuftet? Wow, wieso? Oh mein Gott! So. Also wieder alles auf einmal. Das macht ah! Ich hab das gleiche Problem wie du vorhin. Das ist mein Hintern vom Stapler irgendwo. Oh mein Gott, das hat sogar gereicht. Das hat diesmal alles voll gemacht. Ja. Yeah. Alter! Welch für den Ernst des Lebens. Unerfahrene. So. Kann ich irgendwie helfen? Alles super. Bleibst du da drauf? Alles klar. Gut, hätten wir das mal. Geben wir unseren Shit brav zurück. Wow. Also. Der Racer vorbei. Also, Schnittholz habe ich. Wo gehst du gerade hin? Gartenhandel? Ja, kann ich machen. Okay, dann fahre ich zurück zur Baustelle. Ganz vorsichtig. Eibensetzlinge, zwei Stück. So, einmal den Stapelgabler. Ich habe schon wieder vergessen, die komischen Dinger runterzuklappen beim LKW. Vergesse ich immer. Habe ich das nicht cool durchdacht, weil... Oh, scheiße.
Ich habe mir gedacht, ich ersetze mit dem Gabelstapler jetzt die Paletten einfach nahe der Fahrerkabine. Weil ich nachher das andere Zeugs eigentlich weiter hinten draufladen wollte. Was ich mit dem Kran. Ah, doch, geht schon. Ich komme mit dem Gabelstapler gerade nicht nah genug ran, dass ich das hochheben kann. Das ist total bekloppt. Geht doch. So. Oh. Hätten auch wieder einen neuen Sonderauftrag. Umzug in die Stadt. Ah, leck. Jetzt habe ich dir den Platz geschnappt. Da fahr du. Warum tust du mir so etwas an? Perfektes Timing, oder? Vor allem, weil es vorher schon rumgebackt hatte. Ich war 5 Sekunden vorher schon eingestiegen, aber da war, hatte ich die falsche Kamera und dann, keine Ahnung. Okay. Weißt du, wo lang? Ich glaube schon. Ich nicht. Gerade erst hier lang gefahren. Da. So einen hatte ich vorhin auch, die gucken überhaupt nicht. Das ist unverschämt. Hier kommt immer sehr überraschend. Guck da. Rechts. Aber sie geht erstaunlich gut. Wie gut, dass sie nicht überall Leitplanken hinbauen. Mal drüber fahren. Kannst du die Dinger lose machen? Scheiße. Nein. Okay. Hätte das auch geklärt. Hast du nur das hintere Ding aufgemacht? Das geht automatisch auch, wenn man es abkippt. Hallo? Ja, genau. Perfekt. Das müssen wir noch entfernen. Oh well. Das war voll Enrage gehen. Lass mal quer drüber fahren. Ja, well, ich sitze auf meinen Brüsten.
natürlich doof. Das passiert mir auch häufiger. Bam! Lag. Ja, ja, ja. Boah. Sieht das hübsch aus. Das haben wir gebaut, ja. Vor allem baut es sich immer selber, wenn wir das Grundstück verlassen. Ja. Ja, das macht dann der Vorarbeiter. Cool. Und jedes Grundstück, das wir bauen, hat einen Sandkasten. Ist das Haus voll cool. Da oben mit Balkon, Terrasse, was auch immer. Schlecht. Hey, ja. Wir haben es wieder in knapp 30 Minuten geschafft. Wenn man die 5 Minuten vom Anfang abzieht, wo wir rumgefailt sind. Ja, stimmt. Wir haben wieder eine Familie glücklich gemacht. Aber falls da jemand einzieht, wer weiß. Ich mache täglich Familien glücklich. Täglich. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Lukas unfähig. Oh Gott. Ja, was sagt man dazu? Ich glaube, wir sind einfach das einzige Bauunternehmen in der Stadt. Ja. Wir bebauen einfach alles. Mhm. Gut, dann, ja, wir haben das Schloss völlig vergessen, aber das kommt bestimmt irgendwann mal noch. Ja, das wollten wir auch in der letzten Folge machen. Ja, stimmt. Das wird einfach so ein dauernder Cliffhanger. Ja. Okay, na dann. Bis zur nächsten Folge. Ja, ciao.